Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel der Markouts. Es ist wieder Zeit für Tomodachi Live. Und bevor wir mit Tomodachi Live anfangen, sei an dieser Stelle mal gesagt, ihr könnt mir eure Miesicken an dieser Stelle machen, aber darauf aufmerksam. Wenn ihr mies habt, wo ihr sagt, ich will die unbedingt in dem Tomodachi Live LP dabei haben, gerne mir, also Gamercouts, auf mein Discord-Server draufkommen und mir den QR-Code entweder in den dafür vorgesehenen Chat zicken. Auf den Server gibt es so einen Textkanal, Mii-Freundescode, da könnt ihr einfach auch den QR-Code reinzicken von eurem Mii. Bestens und bitte einen für Tomodachi Live angepassten QR-Code. Mag heißen, ein Mii-QR-Code speziell für Tomodachi Live. Alternativ könnt ihr mir auch, wenn ihr keinen Tomodachi Live habt, einen normalen Mii-Code schicken aus dem Mii-Creator und dann vielleicht dazu schreiben, was für Eigenschaften das Mii halt haben soll. Die meisten Eigenschaften, die man in Tomodachi Live vergeben kann. Ansonsten würde sie einfach selbst auswählen. Alternativ könnt ihr mir auch gerne den Code einfach per PN auf Discord schicken. Auf jeden Fall könnt ihr mir eben den QR-Code von eurem Mii schicken, damit ihr es in der nächsten Folge von Tomodachi Live sehen könnt. Soweit dazu. Und nun würde ich vorschlagen, nach der kurzen Eigenwerbung, fangen wir auch direkt an und schauen einfach mal, was heute für Ereignisse gibt in der Sohn früh. Denn wir haben zum einmal ein tolles beim Vergnügungspark mal wieder ein RPC zu spielen. Früh ist ja nicht, ist ja abends hier. Als auch ein Frauentreff. Und würde sagen, beim Frauentreff schauen wir einfach mal zuerst vorbei und schauen, was hier so abgeht. Und I'm sorry, ich weiß, ich hab's versprochen, es kommt ein neues Mii und das wird's im nächsten Part auch tun. Dass das Presse ist. So. Es wird mal wieder hier viel gelästert, ist ja Standard hier beim Frauentreff in Animal, in Tomodachi Live. Seltsame Stimmen aus dem Apartment von Pikmin. Ich höre auch immer seltsame Stimmen. Das ganze Mal, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber es ist ein bisschen typischer Montagmorgen, dass man komische Stimmen hört, ne? Gib mir immer was, wenn die sagen, David, bleib im Bett! Bleib im Bett! Steh bloß nicht auf! Irgendwie stehst du trotzdem immer auf. Toll. Das ist eine gute Frage, ob es auf der Insel überhaupt tolle Typen gibt. Jetzt sehen wir mal, über was es die Frauen hier allen so unterhalten. Und vor allem, das Schlimmste ist ja, Kröte antwortet nicht mal was und in diesem Game ist mein Mii mit dem Mii von Kröte verheiratet. Also müsste ich eigentlich sagen, ja, mein Mann, der ist ein toller Typ, aber nein, kommt nix. Danke für nix. Okay, also ihr seht schon, Frauentreff hier geht ganz und ab. Wir lassen die Frauen einfach mal alleine treffen, alleine ist der Zeugs machen. Und es passt einfach mal an der Stelle. Sagen wir es so. So, dieses RPC haben wir schon mal gespielt, deswegen muss ich es einfach mal außen vor lassen. Und wird einfach mal schauen, wie es meinen Mii-Charakteren geht. Und hat einen ein Herz. Oh mein Gott, da wird es jetzt spannend. Ich laufe in der Ehrfragezeichen, da gehen wir auch mal direkt zuerst hin. Oh, es ist Kröte. Hoffen wir mal, dass es nichts Schlechtes ist, weil Kröte mit meinem Mii zusammen ist in dem Game. Was gibt's? Nein! Ein gemeinsames Kind! Oh mein Gott! Das klingt super. Boah, was eskaliert jetzt hier? Was eskaliert jetzt hier? Einfach ein gemeinsames Kind? Boah! Also das ist ja mal mega, mega News in dieser Folge. Oh mein Gott, dafür gibt es einfach ein Objekt, unbedingt. Und zwar, Seifenblasen, da haben wir nämlich das Erste, dass wir unseren kleinen Kind ansenken können. Also, die Mii-Charaktere, deren Kind sehen können. Ja. Oh mein Gott, also jetzt wird spannend hier in diesem schönen Game. Oh mein Gott. Ja, also, erstmal kann ich das nicht. Kommt Zeit, kommt Rat, ne? Okay, ja, das weiß ich, dass das geht. Kommt Zeit, kommt Draht, ist das Einzige, was man hier an dieser Stelle sagen kann. Aber, oh mein Gott, Das ist gut, das ist gut. Damit hätte ich jetzt halt null gerastet, dass auf einmal random sowas kommt. Also wirklich
null damit gerestet, dass sowas kommt. Und sorry, dass ihr die ganze Zeit keinen Ton hattet. Jetzt habt ihr Ton. Ist ein bisschen blöd, aber ist jetzt so, kann man nichts ändern. So, du hast Hunger, dann gibt's für dich einmal eine Pizza, weil du magst Pizza ja so gern. Das war sogar unironischerweise, dass du Pizza magst. Sorry, dass wir jetzt verbuggt, dass wir jetzt erst 5 Minuten keinen Ton hatten, das tut mir leid. Trotzdem war es eine wilde Nachriss mit Kröte, also das ist... Ja, finde ich cool, dass es hier so endlich mal vorangeht in meinen Söder-Tomodachi-Live-Welten. Mir ist ja eigentlich nur auf die Welt bezogen, ist ja ganz klar. Machen wir es erst hin, weil der hat irgendwas gefühlsmäßig zu klären. Dann sagen wir mal, Fabi, der was spielen möchte. Also, wie kann man dir helfen, guter Sen? Ich glaube, Fabi ist ein wirklich guter Freund. Ja, das glaube ich auch. Aber was hältst du denn von Fabi und mir? Ihr seid sehr gute Freunde, alle super. Also, passt. Das dachte ich mir. Solide. Sehr solide auf jeden Fall. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ja, das haben wir doch auch nochmal geswind hier rein, was Fabi will. Also, es wird jetzt kein ewig langer Part werden heute. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Komm, spiel mit mir. Wir spielen, machen wir. Wir werden es eh wieder verlieren, aber wir probieren es. Snappen. Okay, fängst du das Item, bevor es auf dem Boden landet, darfst du es behalten. Okay, das wird so hart tief gehen, aber wir probieren es. Es geht los. Oh mein Gott, ich bin so schlecht drin. Schade. Ja, habe ich es mal verkackt, aber wir machen es nochmal. Nur noch einmal. Probieren wir es jetzt mal. Standen. Komm, let's go, let's go, let's go. Es geht los. Ups. Schade. Okay, das habe ich auch wieder verkackt. Fand ihr das Spiel? Habt ihr das mal gewonnen? Gerne ab damit in die Kommentare. Mich würde es interessieren. So, gut, das lassen wir an dieser Stelle einfach mal so stehen, wie es ist. Das ist halt echt hart belastend. Ich gewinne also das Spiel wirklich nie. Wie gesagt, ihr schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr so als Minispiele gewinnt oder nicht. Aber immerhin, wir haben Tassentücher erhalten. Heute kommen wir gleich wie Wein hier unsere Tränen abputzen. Sehr schön. So, ihr seht es. Wir hatten heute große, große News. Ein Kind ist in Planung und das wenn wir jetzt mal auf den Laufenden halten und schauen, wie es hier wohl in den nächsten Parten weitergeht. Ich bedanke mich jetzt fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!